Das ist ja Wahnsinn, wie dicht dieser Wald ist. Irgendwas muss hier sein. Warum soll ich hier eine Kloblast rumliegen? Ha. Guck mal hier, eine alte Schnapsflasche. Welcher Soldat hat da draus getrunken? Christian sagt gerade, das ist für die Hunde gewesen, die hier auf den Posten gelaufen sind. Weil die hier frei rumgelaufen sind und haben hier quasi aufgepasst. Der hat ausgebuddelt. Das ist der Bunker. Oh, so klein ist der, glaube ich. Geht noch. Weißt du, was das ist? Das ist ein Puffer. Wahnsinn. Es ist kein Vandalismus hier. Die Scheiben sind ganz. Das ist echt irre. Diese Armizis. Und wir machen natürlich zu. Es war zu. Also machen wir wieder zu. Das ist jetzt nicht sein Ernst. Christian hat sich verletzt. Zeig. Der Stacheldraht. Der Stacheldraht. Weil der Turm muss ja hier an der Seite sein von diesem Zaun. Es geht ja, man kann ja laufen. Und vielleicht sehen wir hier auch was. Manchmal würde ich gerne meine Kremasse sehen. Das ist ja Wahnsinn, wie dicht dieser Wald ist. Das ist ja irre. Also wenn ich mir heute keine Zecke einfange. Ja, der Gedanke allein schon ist ekelhaft. Ja, da kommt ein Turm. Nee, oder irgendwas ist da, dieses Haupteingang, das Tor wieder. Seinen Seitentor. Ja, ist offen. Richtig. Ich bin im Wald und muss kriechen, sonst komme ich hier nicht lang. Aber Hauptsache, hier liegt eine Klobürste. Kein Witz. Hauptsache, hier liegt hier eine Klobürste. Klobürste heißt aber, dass irgendwo ein Gebäude sein muss. Das sieht aus wie ein Bombentrichter. Guck mal. Das sieht aus wie ein Bombentrichter. Das ist doch einer, oder? Das ist ein Bombentrichter. Hier hat mal einer, hier ist mal einer rein. So Christian, jetzt müssen wir uns überlegen, was wir machen. Brechen wir den Google Maps an. Brechen wir ab oder was machen wir? Brechen wir von den Google Maps an. So, wir haben jetzt nochmal auf die Karte geguckt. Wir sind in der Nähe von dem nächsten Turm. Klobürste heißt, wie gesagt, irgendwas muss hier sein. Warum soll ich hier eine Klobürste rumliegen? Kann ich mir sonst auch nicht erklären. Der ist ein Baum verlegt, der ist umgefallen. Hier liegt eine kleine alte Dose. Ob neu oder nicht, weiß ich nicht. Wenn man mal einer erklären kann, was das hier ist, ist das für die Tiere hingelegt worden oder von Tieren hingelegt? Ha. Guck mal hier, eine alte Schnapsflasche. Welcher Soldat hat da draus getrunken? Irre, wir legen das wieder hin. Boah. Es gibt aber auch so viel zu sehen in diesem Wald hier. Nur die Augen aufhält, dann findet man die Klobürste. Dann findet man ein Abflussrohr. Guck mal, da ist ein Abflussrohr. Hier ist ein Abflussrohr, das muss doch irgendwas bedeuten. Wir haben tote Tiere gesehen. Wir haben eine Klobürste gesehen. Wir haben eine Schnapsflasche gesehen. Wir haben eine Bunker gesehen. Wir haben echt krasse, spannende Sachen gesehen. Und vor allen Dingen grün oder verdorrt. Irgendwas mit Salz? Madeline. Nee, Razil. Martin, made in Brasil. Kann uns mal einer erklären, was das ist? Kannst du mal irgendwas hinhalten als Vergleich, dein Handy oder irgendwas? So daneben? Guckt euch mal die Zähne an, das ist ein Pferd. Das ist ein Pferd, oder? Ich würde sagen, das ist ein Pferd, Pferdekopf. Guckt euch mal, wie groß das ist, wenn ich jetzt meine Hand hier hinlege. Das ist Pferdekopf. Das ist ja riesig. Das ist ein Pferdekopf hier. Das sind Pferdezähne, das ist ein Pferdekopf hier. Wir haben einfach überlegt, was das war. Christian sagt gerade, das ist für die Hunde gewesen, die hier auf den Posten gelaufen sind oder nicht. Die sind freigelaufen, ja? Die sind hier frei rumgelaufen. Und dann haben die Hunde hier ihr Futter gekriegt. Weil die hier frei rumgelaufen sind und haben hier quasi aufgepasst, dass keiner reinkommt. Leute, das ist wie immer ein Abenteuer, wenn wir was suchen. Ich meine, das Auto zu finden wird nicht das große Problem sein. Grün, mega grün. Wir drehen uns rum, alles kaputt. Grau, trist, echt krass. Das ist wirklich krass. Oh. Wir haben schon viel erlebt jetzt, ja. Wir haben schon viel erlebt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt sieht es noch ein bisschen lichter aus hier. Aber auch eigentlich wieder nicht. Ein Dorn drin. Nee, die waren da, die waren im Boden. Die sind gar nicht runtergefallen, die waren im Boden. Würde ich jetzt mal behaupten. Jetzt mal bei der nächsten Lampe schauen. Ja, hier guck mal, hier sind die Kabel. Okay. Also doch. Das stimmt, die ist ja noch dran hier.
Aber auch die ganz alten, ursprünglich alten Lampen, das ist schon mal mega zu sehen, wie es damals war. Natürliche Zerstörung. So. Der Haupteingang ist zwischendurch. Also den Haupteingang vorne, zu denen muss es ja eine Straße oder einen Weg gegeben haben. Guck mal, das sieht auch komisch aus hier, gell? Meinst du, das ist ein Bunker? Ja. Wir schauen mal. Überall die alten Lampen, überliegen sie. Ein wunderbarer Ort, das ist wunderschön. Das ist echt geil hier, oder? Bis jetzt habe ich noch kein Graffiti gesehen. Ja, ein, zwei Bierflaschen und natürlicher Verfall. Krasse ist, dass dieser Bunker ausgebuddelt ist. Christian, guck mal, der ist ausgebuddelt, oder? Der sieht für mich ausgebuddelt aus. Das könnte aber auch kein Bunker sein, das könnte aber einfach nur ein Wasserspeicher sein. Das sieht aus wie ein Wasserspeicher, gell? Das ist ein Wasserspeicher. Das nur nicht fein ist. Das ist wirklich ein Wasserspeicher. Trocken, oder? Ja, könnte trocken sein, ja. Sieht trocken aus. Riesig, oder? Ja. Krass. Die haben den hier frei gebaggert. Du siehst nämlich hier, gell, an der Seite, diese Kratzer hier, das ist eine Baggerschaufel. Das lässt dir wieder keine Ruhe. Christian hat wieder Luft geschnuppert, und zwar Bunkerluft. Und wenn Christian Bunkerluft schnuppert, dann wird so lange gesucht. Wollen wir hier erstmal weiter? Hier sieht es interessant aus. Wir laufen einen Preis. Ja, genau. Ja, du bist der Navigator. Ich warte das, was du sagst, und gut ist. Dann gehen wir jetzt hier durch. Okay. Hier ist die Gruppe, das mit. Ja. Hier sind wir rein, gell? Hm? Das ist da vorne, das bei dem Turm. Jetzt sind wir das hier vorgelaufen. Gell? Mach doch mal Standort jetzt. Hier. Nein, das ist ganz falsch, was ich meine. Zeig dir das jetzt. Das zeig ich dir genau, wo wir sind. Okay. Ja, ich kann halt nicht mit zwei Google Maps arbeiten, das ist doof irgendwie. Okay. Ja, wir haben nämlich nur ein Kartenbild, also ein Screenshot. Und mit zwei Navis macht sich das dann besser, dass man den Screenshot vergleichen kann mit der absoluten, wo sind wir gerade, Punkttechnik von Google Maps. Und da haben wir gesehen, wir müssen dann wahrhaftig doch dann hier weiter. Und das sieht so nach Schützengraben aus. Was ist das? Ist aber ein bisschen klein für einen Schützengraben, oder? Das sieht aber interessant aus. Okay, das ist schon mal der Bunker. Jetzt haben wir ihn wirklich gefunden. Das ist der Bunker. Uiuiui. Aber ob das jetzt hier so gut ist. Das Stück hier sieht für mich so komisch aus. Okay, ihr Lieben, das ist der Bunker. Das ist zwar nur ein kleiner, aber wir gehen mal hinein. Das ist der Bunker. Oh, so klein ist er gar nicht, geht nur um die Ecke hier. Hier ist ganz viel Kabelschrott. Hier ist ganz viel Kabelschrott. Komm ich jetzt hoch? Das ist ein Eingang. Warum ist das mit Holz verkleidet? Ja, ich weiß, was du meinst. Das könnte natürlich sein. Ja. Das sieht aus, guck mal, das sieht aus wie von einem Panzer oder irgendwas. Könnte das sein? Irgendwas? Wie so ein Profil aus, gell? Komisch, oder? Was ist denn das da hinten mit dem Ding? Holger ist natürlich mutig. Läuft mal hier runter. Weißt du, was das ist? Das ist ein Puffer. Das ist ein Puffer. Das ist ein Stopper. Das ist ein riesig massives Teil. Weißt du? Warte mal, hier hinter ist ein Loch. Ich halte mal die Zuschauer rein. Ich weiß nicht, was ihr seht. So, ich sehe es dann in der Kamera, sie ist wirklich keine Ahnung, was da ist. Oder ich sehe es in der Videoaufnahme, beziehungsweise im Schnitt. Sonja macht jetzt gerade noch ein bisschen TikTok. Wir sind immer noch in diesem Bunker halt. Mal gucken, was wir auf dem Gelände uns hier noch so erwartet. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall war das hier schon mal richtig cool. Hier alles verkäfelt, guck mal. Und darum mit Holz. Wenn wir jetzt hier links rum oder rechts rumlaufen, ich mache das bei den Taschen noch wieder aus. Ich weiß nicht, guck mal die Straße hier, gell? Die hier ist. Da ist auch irgendwas. Aber das sieht für mich hier so ein bisschen aufgeräumt aus, oder? Ne, jetzt laufen wir hier lang, Kolber. Pass auf, jetzt sind wir hier beim Bunker. Siehst du ja Bunker. Und jetzt laufen wir hier hinter weiter geradeaus und dann machen wir hinten einen Bogen, einen Schlenker. Ein
Schlenker. Schlenker. Okay. Also wenn ihr es genauso spannend findet wie ich, ich habe das so am Anfang des Videos schon gesagt, es ist mega spannend, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr dran geblieben, wenn ihr dran geblieben seid bis jetzt, ist es natürlich mega cool, da freuen wir uns. Es ist und bleibt für mich gerade ein spezieller Ort, weil er wirklich spannend ist. Man sieht hier immer irgendwo, und dieser Wald fasziniert mich gerade übelst. Es ist halt doch schon ein tiefer Wald, man kann doch schon gut laut durchlaufen, sag ich mal. Mich überrascht das hier keiner und hoffe, ich finde das Auto wieder. Da habe ich mir weniger Sorgen. Da habe ich mir überhaupt keine Sorgen. Da ist der nächste Turm. Da gehen wir jetzt hin. Das ist auch komplett, ne? Da sind die Fenster alles noch ganz. Da sind die Fenster ganz und ich weiß nicht, auf irgendeinem Turm von denen stand auch noch der Scheinwerfer. Wahnsinn. Es ist kein Vandalismus hier. Die Scheiben sind ganz. Das ist echt irre. Na los, dann rein. Und hier haben wir auch ein Schild. 220. Ich kann nichts erkennen, leider. Die Tür ist noch ganz, die Scheibe ist noch ganz. Hier ist die Elektronik drin. Und irgendein Raum, Christian, gell, war auch mit Telefon noch, gell? Kühlschränke, altes Geschirr. Da haben sicherlich die Soldaten davon gegessen. Und man sieht ja auch, wenn wir umdrehen, Made in DDR. Dies Wasser statt Lengenfeld. Das legt man natürlich genauso wieder zurück, dass das wieder seine Ordnung hat. Schauen wir weiter. Bisschen hat gesagt, er hat meine zwei Kumpels gefunden. Jetzt bin ich mal gespannt, wer meine zwei Kumpels sind. Irgendwie würde mich dann immer erschrecken. Mal gucken, ob es dir auffällt. Ich bin eben auch erst noch dran vorbeigelatscht. Ist sie wieder spinnen? Nee. Alter. Wieso zwei? Sind das Katzen? Mhm. Oh. Oh. Da kommt dir gleich doch das Herz schrecken. Leute, guck dich das an. Ich zeig euch mal. Diese Armizis. Furchtbar, oder? Ist das ja eine kleine Kiste? Hier könntest du echt die Fenster zumachen und das dicht, ne? Ja. Mega. Hier wieder dasselbe Spiel, aber diesmal ohne Fußpedal. Ja, nur mit Hand. Ja. Hast du die Teller unten gesehen? Was? Mit in DDR statt Langfeld. Ja, ja. Gut, Christian geht wieder runter. Wir lassen hier oben die zwei Katzen in Ruhe und in Frieden Katze sein, was sie leider nicht mehr sind. Schade. Christian? Holger in Gefahr. Holger in Gefahr. Adventure. Ich finde es krass. Du checkst ab und ich sehe Sachen und kannst den Zuschauern zeigen. Mega. Wir werden noch so einen Turm sehen. Kann man so einen Turm übersehen? Ich sehe eine Klobürste und eine Schnapsflasche. Da war ein Turm dran. Da ist der Turm, den wir gesucht haben. Da haben wir es geschafft. Und dieser Turm ist aber immer noch nicht der Turm mit dieser Lampe drauf. Haben wir den übersehen? Naja, hier muss irgendwas sein. Das ist ja auch hier wieder ein Bunker oder sowas. Aber hier können wir auf jeden Fall vorlaufen. Das ist ein schönerer Weg. So, Christian, guck mal, ob dieser Turm offen ist. Wenn der nicht offen ist, gehen wir natürlich nicht rein. Das ist ganz klar. Oh, doch, ist offen. Okay. Gehen wir also mal rein. Alarmglocke. Hier, guck mal, hier ist sogar ein noch die Scheibe noch ganz von den Warnleder. DDR Stammwerk Leipzig. Aber ich vermisse immer noch diesen Turm mit den Telefonen. Nein, ein richtiges Telefon. Da muss ein richtiges Telefon gewesen sein. Das hier meinst du nicht? Doch, das ist es. Ist das mit Tasten? Ja. Was ist das? Eine Gegensprechanlage. Ja, es ist eine Gegensprechanlage, stimmt. Ich habe gedacht, das ist ein Telefon. So eine Gegensprechanlage. Laut leise. Ein Feuerwehrschlauch. Alle Scheiben ganz. Vogelnest. Kalkhaut liest nicht. Ja. Mega. Schutzmaßnahmen Nullung. Textilelektronik. Kombinat Karl-Marx-Stadt DDR. Und wir machen natürlich zu, jetzt machen wir zu, also machen wir wieder zu. Oh, ist ein bisschen laut, Entschuldigung. Sieht sehr eigenartig gemauert aus. Ach, es ist doch schon wieder Wald. Es ist doch schon wieder Wald. So, wir haben ein Gebäude. Ein kleines Gebäude, das könnte eine Heizung gewesen sein. Hier, guck mal, das ist ja auch krass. Das ist ja krass. Hier liegt das ganze Geschirr noch unten.
Tja, da haben die Soldaten von gegessen, von diesen, wie sagt man denn, Teller-Tablet-Dingern. Sicherlich auch, was bei Frankenhausen daraus war, gell? Nee, GDR, Dishwasher Safe. Mega krass, hier ist noch eine alte Kiste, die machen wir jetzt mal auf. Was ist denn das bitte? Elektroteile, oder? Hab ich ja gesagt. Wie nennt sich denn das? Essenstablets. Nee, lass mal, da krieg ich irgendwelche Tollwürste und irgendwelche Pizza. Wenn ich hier schon 50 Tecken an mir habe. Ich mach das mal ein bisschen leiser. Wir sind auf dem Weg zum Ausgang. Wenn ich jetzt noch was sehe, Film ist. Also Leute, wir müssen jetzt auf jeden Fall hier raus. Das ist doch schnell wie möglich. Wir haben sehr schöne Autos. Auf den Gelände, wo wir sind, sich hier zu bewegen, ist eigentlich schon richtig riskant. Weil eben, ich kann es nicht sagen. Ich kann es nicht sagen, was es ist. Aber es ist heiß. Also, wir müssen jetzt irgendwie über den Stacheldraht hier rüber. Und irgendwie hier ganz schnell raus. Und sobald wir den überwunden haben, diesen Stacheldraht hier, dann sind wir auf der sicheren Seite. Das war das Video, das war das, unsere Militäranlage. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir fanden es mega spannend. Ich war endlich wieder mit Christian unterwegs und das finde ich obergeil. Ja, den Weg nehmen wir, dann wollen wir es riskieren. Wir riskieren es, ich habe keinen Bock mehr durch den Wald zu laufen. Wir haben endlich wieder zusammen was gemacht. Mega geil. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Christian, sag auch was. Ja, damit ihr nichts mehr verpasst, aktiviert kostenlos die Glocke. Was sagst du? Und das war auf jeden Fall eine sehr coole Location. Ohne Vandalismus, ohne Graffitis. Einfach natürlicher Verfall. Richtig super. Ja, und jetzt habe ich auch ein kleines Herz gefunden für Militärgelände. Olga will ja mal nicht mit mir aufs Militärgelände. Ja, ich schreibe mich da mal ein bisschen, weil wir einen halben Tag da verplempert. Ich stehe auf Militär. Aber das war jetzt cool und wir waren jetzt auch lange hier. Wir waren bestimmt 2 Stunden hier. Wird der Dicke das jetzt schaffen? Hä? Oh, ist das dein Ernst? Hier. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Robben. Noch weiter. Ich hänge mich da irgendwo. Ich hänge. Fuck. Pass auf. Oh. Alter. Hier sind wieder Knochen. Hier? Hier sind wieder Knochen. Warte kurz bitte. Ich muss das mal prüfen, ob ich alles habe, Alter. Christian hat sich verletzt. Zeig. Der Stacheldraht. Der Stacheldraht. Oh. Hier sind überall Knochen, Leute. Wir müssen jetzt hier raus. Wir müssen jetzt einfach hier raus.